Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artunelico Melody of Alemia. Ich gebe mich doch nicht mit nur zwei Folgen Aufnahme zufrieden. Wir gehen weiter, wir müssen jetzt nach Empfena. Der liebe Harm hat uns schon gebeten. Heißt, ich habe das Gefühl, Harm weiß etwas, was wir noch nicht wissen. Aber ich vermute mal, dass wenn wir Shreya wieder erwecken, wir dadurch auch den Turm wieder erwecken und damit natürlich auch das Drama um unsere gutste Mir. Leiner. Es ist lange her. Ich bin froh, dich zu sehen. Ja. Ich habe gehört, dass du mir etwas Wichtiges zu sagen hast. Das habe ich. Ich habe gehört, dass du versuchst, Shreya wieder aufzuerwecken. Ja. Hast du ein Problem damit? Es ist besser, sie nicht aufzuwecken. Das ist besser für die Welt. Wovon redest du? Ich werde ehrlich mit euch sein. Mir lebt immer noch. Was? Wie kann das sein? Ich dachte, dass wir... Lady Shreya hat ihr Leben geopfert, um sie zu zerstören. Ich kann nicht glauben, dass Mir noch am Leben ist. Leiner, folge mir. Könntest du uns dann bitte mitteleportieren, wenn wir der schon folgen sollen? Es gibt etwas, das ich dir zuvor nicht sagen konnte, aber ich kann es dir endlich erzählen. Mir schläft unter meiner Statue. Schlafen? Meinst du, Mir hat einen Körper wie wir? Ja. Mirs wahre Identität ist, dass sie die größte Pureblood-Beta-Typ Revitale in der Geschichte ist. Revitale? Sie wurde geboren, als die Zivilisation an ihrem Höhepunkt angekommen war. Ihre Power, ihre Macht war sogar noch größer als Shirelias. Vor einer langen Zeit gab es einen Kampf zwischen Shirelia und mir. Da Mirs Macht größer war, konnte sie Shirelias Gedanken lesen mit Hilfe des Turms. Also war Mir Shirelia immer einen Schritt voraus. Jedoch gab es keinen Grund, dass Shirelia gewinnen konnte. Als eine letzte Rettung versiegelte Shirelia mir. Ich. Der Crescent Chronicle wurde zu ihrem Sarg, der die versiegelte Mir beinhaltet. Der einzige Grund, warum Mir nicht angreift, ist, weil der Turm nicht funktioniert. Sobald der Turm wieder aktiviert wird, wird Mir wieder anfangen, Viren zu senden. Sobald das passiert, muss Misha wieder in mir singen. Also, schlage ich vor, dass du Shreya nicht wieder auferweckst. Sobald Shreya wächst, wird der Tower wieder reaktiviert. Was bedeutet, Mir wird wiedergeboren. Und ihr müsst wieder gegen die Viren kämpfen. Und Misha muss zurück in dieses Zimmer und für immer singen. Misha. Nein. Also schlägst du vor, dass wir Lady Shreya niemals aufwecken? Ich weiß das, denn ich war immer bei Lady Shreya. Ich weiß von ihren blutigen Anstrengungen, gegen die Viren zu kämpfen.
Sie war also für so viele Menschen alleine verantwortlich. Sie hat uns so viele gegeben. Leine. Ich kann sie nicht einfach aufgeben. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir ihre Anstrengungen zurückzahlen. Ich versuche nicht, dich aufzuhalten. Ich wollte dir nur einen Hinweis geben. Ich schlage vor, dass... Misha den Chronicle Key singt, wenn du Lady Shureya auferweckst. Misha. Es tut mir leid, aber kannst du singen? Rainer, du sorgst dich also so sehr um Lady Shureya, dass du dich nicht für mich interessierst? Sobald Lady Shureya zurückkommt, werde ich hier für immer singen müssen. Aber Misha... Ich will nicht sagen, dass ich nicht weiter singen will. Obwohl... Obwohl es nichts im Vergleich zu dem ist, wie du dich um Lady Shureya sorgst, wollte ich nur, dass du dir auch ein bisschen, dass du dich auch ein bisschen um mich kümmerst. Nur ein wenig. Ich wollte, dass du etwas sagst. Das ist alles. Misha! Misha. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wie du es empfindest. Es ist okay. Das hast du noch nie. Ich habe mich entschieden. Ich habe entschieden, für Lady Shureya zu singen. Aber ich wollte nur, dass du ein bisschen darüber nachdenkst. Ich weiß, ich bin ein bisschen selbstsüchtig. Ich wäre glücklich, wenn ich... Ich wäre glücklich darüber, wenn du dir nur ein bisschen Sorgen um mich machst. Das ist alles, was ich wollte. Es tut mir leid. Nein, es ist okay. Es hat mich verstehen lassen, wie du wirklich fühlst. Leine, kann ich dich um einen letzten Gefallen bitten? Klar, was immer du willst. Halte mich. Leine, ich bin alleine. Ich möchte das nicht tun. Warum muss ich weiter singen? Ich weiß nicht warum. Es tut Misha weh zu singen und Michas Gesang schmerzt mir. Hä? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, für wen du den Chronicle Key singst. Macht dieser Lied wirklich alle glücklich? Macht dieses Lied. Also Misha, bist du bereit zu singen? Natürlich, du kannst auf mich zählen. Misha, bist du dir sicher deswegen? Ja, das ist meine Entscheidung. Also mach dir keine Sorgen deswegen. Ach, ich verstehe. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, seit ich von dem Plan gehört habe, Lady Shureya wieder aufzuerwecken. Aber wenn du dich entschieden hast, dann werde ich nichts mehr sagen. Pass auf dich auf. Misha, es tut mir leid. Leine, reiß dich zusammen. Okay. Ich werde dir nicht verzeihen, wenn du Lady Shureya nicht aufwecken kannst. Ja, ich weiß. Ich mache nur Scherze. Ernsthaft, gib dein Bestes. Danke. Du auch, Misha. Es fühlt sich an, als gehen wir gerade auf das Worst Ending zu, was wir überhaupt haben können. Also, gehst du zum Reincarnator?
Ja. Das wird eine weitere lange Reise. Pass auf dich auf. Nachdem du Lady Shireya aufgeweckt hast, komm bitte zurück. Ich bin mir sicher, dass es unseren Sternensänger sehr glücklich macht. Mein Gedanke ist gerade, warum lassen wir mir nicht einfach erwachen? Weil es macht einfach keinen scheißfucking Sinn. Wir drehen uns hier eigentlich nur im Kreis. Zuallererst muss ich Renation in Aurica laden. Halten wir eine Zeremonie in der Kathedrale ab. Naja. Ich bin gerade ein bisschen von Liner an sich enttäuscht. Weil er geht gerade, um sein Ziel zu erreichen, den Weg des kleinsten Widerstandes. Und wenn sie so hoch zivilisiert sind, warum nehmen sie dann einfach nicht die Stimme von der Sternsängerin auf und lassen sie in Dauerschleife dort abspielen? Hallo? Dad, wir haben den Hymnenkristall zurückgebracht. Oh, das war schnell. Nun, die Umstände sind anders als bei meiner Suche für den Purger. Also, können wir die Download-Zeremonie anfangen? Oh. Du kannst das jetzt alleine. Ich hab nichts dagegen. Dad, du bist echt sowas von höflich. Fangen wir an. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich gut an. Der Download lief gut. Dann gehen wir zum Reincarnator. Geht sicher, dass ihr Lady Shirelias Körper vorsichtig behandelt. Ich weiß. Oh, wenn ihr hochgeht, solltet ihr am Tor anhalten. Das Luftschiff, an das wir gearbeitet haben, dürfte jetzt mittlerweile vollständig sein. Okay. Ich bin mit der ganzen Entwicklung, die Liner hier durchzieht, gerade nicht sehr zufrieden. Not very happy. Me not gusta heavy. Weil es fühlt sich gerade in dem Moment so an, als wären all unsere Bemühungen, die wir hatten, vollkommen umsonst. So richtig umsonst. So richtig, richtig, richtig umsonst. Wow, das Luftschiff ist vollständig. Was hältst du von dem Luftschiff? Nicht schlecht, ha? Huh? Das ist das Ergebnis von der Zusammenarbeit zwischen Platina, Tenba und dem Taro Tribe. Das ist ziemlich stabil. Dieses Luftschiff sollte in der Lage sein, die Plastline ganz einfach zu überqueren. Ist es bereit zum Fliegen? Es scheint vollständig zu sein, aber es ist noch nicht vollständig. Ah, ich sehe, das ist schade. Ich denke, dann muss ich durch den Turm gehen. Ha? Bist du leider? Ja, warum? Oh no! Oh nein, ich habe dir die falsche Information gegeben. Falsche Information? Ja, der Direktor hat nach dir gesucht. Der Direktor? Ja, du weißt, Direktor Crucial. Crucial ist hier? Ja, ich dachte, du wüsstest bereits... Ich dachte, du hättest bereits mit dem Klim angefangen. Sie erklimmt bereits den Turm? Wir holen sie besser ein. Ich
wo ich hier lang muss. Diese Tür wurde aufgebogen. Aufgezwungen. Hm. Ziemlich sicher, dass Cruci das gemacht hat. Gehen wir. Immer der aufgebrochenen Türe nach. Ich verstehe schon. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Also, lass es uns versuchen. Lass es mich versuchen. Und gehen wir zum nächsten. Na, wie gut, dass wir so friedliche Zeiten haben, dass es hier keine Monster gibt. Die Atmosphäre hier hat sich wirklich verändert. Ich bin jetzt schon total verloren. Ist das ein besonderer Ort oder so? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist wahrscheinlich das Zentrum des Turms. Mir ist es egal, was es ist. Gehen wir hier weg. Das sind ja alles so viel schöner, wenn da so keine Monster hier rumkullern. Ich schätze hier immer noch geradeaus. Warte einen Moment. Müssen wir für immer die Treppen hochklettern? Ja, wir haben keine andere Wahl. Wir sollten dankbar sein, dass wir Treppen zum Klettern haben. Außerdem ist das der einzige Weg, den Cruci ebenfalls hochklettern kann. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich bin wirklich erschöpft. Können wir eine kleine Pause machen? Das ist mein erstes Mal, dass ich im Turm bin. Dieser Ort ist wirklich mysteriös. Ja, dieser Ort ist, fernab von Leben und Tod. Ich frage mich, was die Leute, die ihn gebaut haben, dachten. Wovon redet er? Oh, das geht mir zu weit. Ich dachte mir nur gerade, dass der Turm viel zu fortgeschritten ist, als dass er von Menschen erschaffen wurde. Wer auch immer ihn gebaut hat, muss ein paar starke Intentionen gehabt haben, um so etwas zu erschaffen. Klingst halb poetisch. Ich hoffe nur, dass sie gute Intentionen hatten. Ich glaube nicht, dass du dir darum Sorgen machen musst. Lady Shirelia und der Turm sind identisch. Lady Shirelias Intentionen sind dieselben wie die Intentionen des Turms. Also können sie nicht schlecht sein. Ich denke, du hast recht. Schau dir Shirelia an. Sie ist ziemlich hübsch, wenn sie schläft. Sie sieht nicht aus wie der Administrator des Turms, das ist schon mal sicher. Ich weiß, aber sie ist für diese ganze Welt ganz allein verantwortlich. Wir sollten weitergehen. Cruci könnte schon weit vor uns sein. Du.
Ausrüstung, okay. Da ist eine Krusche. Krusche! Ha? Leiner? Warum seid ihr über mir? Großartig, wir haben dich endlich eingeholt. Ach, warum seid ihr unter mir? Ah, ich verstehe. Also haben sie mir die falsche Information gegeben, als ich vorging. Ich bin nur froh, dass du hier eine Pause gemacht hast. Ich bin eine ganze Zeit lang gelaufen und war davor aufzugeben. Es tut mir wirklich leid, dass ich dein Angebot, Lady Shuriya zu retten, abgelehnt hatte. Das ist egal. Du bist jetzt hier. Es hat mich einige Zeit gekostet, mein Projekt an einem anderen Ingenieur weiterzugeben. Sag, wo ist Micha? Nun, eigentlich... Oh. Also ist mir immer noch am Leben? Das hätte ich nicht erwartet. Micha macht sich bereit, um am Crescent Chronicle zu singen. Sie war so aufgeregt, dass sie nicht mehr singen musste. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, dass sie das wieder tun muss. Sie hat keine andere Wahl. Sie muss tun, was getan werden muss. Es ist immerhin ihre Aufgabe. Wo wir davon reden? Jack? Ja... Kannst du mir noch ein bisschen mehr Zeit geben, dir es zurückzuzahlen? Bitte? Das ist nicht, was ich dich fragen wollte, aber danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich, dass du zu spät zahlst. Du solltest dich gut um Micha kümmern. Ich weiß. Das ist eine Sache, die du mir nicht sagen musst. Wir sollten weitergehen. Mir gefällt das Ganze echt nicht. Nein! Ich habe doch nicht die ganze Zeit so viel getan, so viel gekämpft, nur um mir jetzt diesen Scheiß zu geben. Ganz ehrlich. Das können die mir nicht antun. Das können die euch nicht antun. Das können die niemanden antun. Ich meine, wofür kämpft man die ganze Zeit, damit Frieden herrscht und dann hört man überhaupt... Scheiß drauf, du willst das, also musst du mit den Umständen, wie sie zuvor waren, wieder leben. Das ist doch... Das ist... Ich will das nicht. Das ist kacke. Vor allem haben die sich schon mal Gedanken darüber gemacht, so von wegen, hey, wir können nicht mehr wirklich singen. Juhu, alles ist schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Dann können die Revitals wieder singen. Ja, toll. Wie sollen die jetzt überhaupt den Song singen? Singen. Machen wir eine Pause schon wieder? Ah, ich wollte dich das schon fragen. Warum bist du die ganze Zeit so ruhig? Ich? Meinst du wirklich? Sie war schon eine Menge ruhiger als jetzt. Sie hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß nichts von deiner Vergangenheit. Woher bist du? Ich habe in Skovat Village gelebt. Was? Skovat Village? Oh, du hast davon gehört? Ich war als einer von Tembas temporären Soldaten dort stationiert. Temba? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe, kurz gesagt, ich habe für Temba gearbeitet. Du hast Glück, dass du es durch den Krieg von Inskubat geschafft hast. Ja, bin ich. Es passiert, dass ich halt einfach aus der Stadt war zu dem Zeitpunkt. Ich kann dir jetzt die Wahrheit sagen. Das war, als Micha von Bord gekidnappt wurde. Der Taro Tribe und die Tenba haben gegeneinander in Skovat Village gekämpft. Sie waren beide hinter Micha her.
Danach kam ich auf dieses Flüchtlingsschiff und kam nach Nemo. Und dann bin ich der Kirche beigetreten, da ich immer von dem Trio von Elemia fasziniert war. Ist das so? Das Trio von Elemia kann heilen und Menschen glücklich machen, indem sie einfach singen. Meinst du nicht, dass das wundervoll ist? Jack, Misha und ich hätten uns alle in Scuba treffen können. Was für ein Zufall. Ich habe so das Gefühl, jetzt zu versuchen, sie die losen Stränge, die allesamt eigentlich schon bekannt waren, zusammenzufügen. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil das muss man einfach nicht mehr sagen. Das sind Dinge, also gut, das mit Jack, ja, das ist neu, das wussten wir nicht, aber es gibt Dinge, die weiß man halt. Jetzt habe ich so das Gefühl, versuche so ein bisschen auf diese Schicksalsschiene zu fahren, so von wegen, das ist ja Schicksal. Was ist das für ein Ort? Keine Treppen mehr. Großartig! Ich frage mich, wie weit wir sind. Er scheint sich nicht zu bewegen. Kommt mir alles ein bisschen bekannt vor. Das ist ein architektonisches Meisterwerk. Ich meine, schaut mal, wie viel hier levitiert. Halleluja! Und da sprach der große Herr. Halleluja! Ich erinnere mich an dieses Grauen. Pass auf, und dann schmeißen sie uns die übelst overpowerten Bosse entgegen, obwohl wir hier nichts mehr kämpfen konnten aktuell. Oh, das wäre dreckig. Sehr mies und sehr gemein und sehr dreckig. Sind wir jetzt gleich da? Sind wir gleich da? Ich muss mal. Ich hab Hunger. Also Art und Eco 1 ist viel mit lauf mal einen Turm hoch. Ach komm, was auch immer passiert, das erleben wir jetzt noch gemeinsam. Shureria-sama, tsukimashita yo. それじゃ、オリカ。頼む。願わくばこの歌を呼び聞かせたまえ。ゆるく吹く暁の風。
聞こえる。オリカの歌だわ。歌い始めなくちゃ。ライナ、短い間だったけど、自由な時間をありがとう。エリア様、ライナ、思い出した。ライナ、なんてことしてくれたんですか。え、知らないのかもしれませんが、ミュールはまだ生きてるんですよ。私が再起動したということは、トウも再起動したということ。シュレリア様、全部知ってのことです。知ってて起こしました。ライナ、あなた、シュレリア様、俺にとってシュレリア様はとても大切な人です。 Das klingt so falsch. Die ganze Zeit so eine Love Story between Misha und ihn und jetzt in Phase 3. シュレリア、ich liebe dich. 俺ずっとそばにいて、いつもシュレリア様を見ていたから知ってるんです。どれだけ血の滲むような思いでこの世界を守ってきたか。一番この世界を愛している人がこんな結末で終わっていて、誰もそれを理解していなくて、自分たちだけの平和のために放っておかれていて、俺にはそんなの我慢できなかったんです。だけど今ミュールを復活させてしまったら、それだって分かってるんですか。私たちの使命はミュールを。分かっています。それに今は大丈夫です。ミシャがクレセントクロニクルで歌ってくれてますから。でもここに来る前、ミシャと話をしていて思ったことがあるんです。ミュールを封印するためにシュレリア様を起こしてはいけない。シュレリア様を起こすためにミシャが人柱になれば、どうして何かを幸せにするためには何かが犠牲になるんでしょうか。あの、俺考えたんだけど、みんなが全員が幸せになる方法ってないのかな。俺その答えを探したい。Eigentlich schon clever. Er lässt Misha jetzt erstmal den Chronicle Key singen, damit er Shirelia aufwecken kann und Shirelia fragen kann, was es noch für eine Möglichkeit gibt. Eigentlich ist das clever. Nein, Anata. Zuibun lippa ni narimashita ne.私でできることなら何でもします。遠慮なく言ってください。さて、めでたくシュレリアさんも復活したし、ミシャのところに戻ってやらねえとな。とてもいい歌だね。僕の心の奥底まで染み入るようだ。ありがとうね。あなたはあやたね。そう、僕はあやたね。よく覚えていてくれたね。あなたは
確かあの時。そう、僕は確かにあの時。Schauen wir nach Vater, bevor wir Micha sehen. Mir gefällt das Ganze nicht, was wir ausgelöst haben. Dad, wir sind zurück. Nerd? Lady Shirelia. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Nein, bitte sagt das nicht. Ich weiß, dass ich gerade zurückgekehrt bin, aber wirst du dich um die Dinge kümmern, während ich weg bin? Oh. Dieser Vorfall hat mich etwas verstehen lassen. Ich wusste nichts über die Art, wie die Menschen leben oder denken oder über ihre momentane Situation. Das Einzige, woran ich dachte, war, wie ich diese Welt beschützen könnte. Aber so denke ich nicht mehr. Deswegen möchte ich sehen und fühlen, wie die Realität dieser Welt sich anfühlt. Ich verstehe eure Vorhaben, aber ihr wollt nicht, dass ich gehe? Nein, das ist es nicht. Ich verstehe. Ich werde mich um Platina kümmern, während ihr weg seid. Danke, vielmals. Leine, sollen wir? Ja. Commander, ein Terrorkrieger wünscht euch zu sehen. Ein Terror? Commander, der Crescent Chronicle. Er wurde übernommen. Was sagst du? Micha? Tastiella? Momentan ist ein Schwertkämpfer in roter Rüstung, übernimmt ein Schwertkämpfer in roter Rüstung den Crescent Chronicle. Rote Rüstung? Könnte das Ayatane sein? Wahrscheinlich, wir müssen uns beeilen. Okay. Lert, wir beeilen uns, aber wir müssen gehen. Ich verstehe. Bitte passt auf euch auf. Spannung! Micha, Ayatane. Jedenfalls, wir müssen zum Crescent Chronicle so schnell wie möglich. Ja, nee, erstmal. Wie sieht das überhaupt aus, wenn man eine Shirelia in der Party hat? Also erstmal mit 0 Punkten, ja, das passt wackelt hat Luft. Das passt wackelt hat Luft. Was für ein Level hat die gute Frau eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich überlevelt bin. Weil die Frau ist Level 50. Das darf nicht sein. Ich hätte gerne Shirelia. Na, jetzt machen wir noch ein bisschen was an dem Equip und okay. Die MP ist jetzt auch so viel.
Kraft-Taste erhöht. Können Sie so gut gebrauchen, die gute Dame? Ja, komm rein. Reiner, kann ich mit dir reden? Lady Shireya, was ist passiert? Es tut mir leid, dich zu spät zu stören. Ich wollte dir etwas sagen. Was denn? Reiner, es geht darum, dass du mich aufgeweckt hast. Ich bin nicht sehr erfreut über deine Entscheidung. Was? Ich war glücklich, dass du es getan hast, aber... mich aufzuwecken war immer noch die falsche Entscheidung. Die Welt könnte einmal mehr, von mir bedroht werden. Aber... ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass sich jemand für so etwas opfern muss. Ich sagte es dir. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass jemand sowas tun muss. Ich respektiere deine Entscheidung, aber ich glaube immer noch, dass du falsch liegst. Was auch immer passiert. Ich werde volle Verantwortung dafür übernehmen. Es ist zu spät, um sich darüber zu streiten. Es tut mir leid, es ist nur... es ist okay. Außerdem, ich sollte es dir nicht so schwer machen. Ich war glücklich, als du mir gesagt hast, dass ich dir wichtig bin. Ich werde zurück sein, wenn etwas Neues sich aufkommt. Ah, vielleicht wird Schmidt Lady. Bei übrigens, ist es möglich, etwas in euch zu installieren? Ha? Install? Theoretisch ist es möglich, aber... möchtest du es mit mir tun? Nein, das ist nicht, was ich meinte. Ich war einfach nur ein bisschen neugierig. Ah, ich verstehe. Die Rückatmosphäre wird echt dreckig. Dann speichern wir erstmal. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt schon 2 Stunden aufgenommen. Das muss reichen heute. Das sind 3 Folgen oder so. Ja, jedenfalls, ich danke dafür, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt Lady Shireya aufgeweckt. Das nächste Mal werden wir uns um Micha kümmern. Bis dahin hoffe ich, dass mir die PlayStation 2 nicht abkackt. Danke euch fürs Dabeisein und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!